Nebenbei mache ich meine fünf Schleime noch. Ah, ich sehe, wie es sich füllt. Ist cool, dass ich auch sehe, wie es sich bei dir füllt. So. Ist das Event heute? Nee, das ist morgen, gell? Glaube, So, wenn ich denn was zu machen. essen mitnehmen müssen. Ja, ist ratsam. Ich wusste nicht, dass es so schnell geht. Soll ich zu dir kommen? Ich will jetzt noch ein Drittel leben. Hätte ich ein Schwert mitnehmen können. Natürlich wieder Schwert nicht. habe ich noch dabei. Objekt Wiederherstellungsdienst. Super. Golderz macht Sinn. Aber da. Oh, das dauert noch. Fledermäuse haben wir fast die 200. Ach, Schleim brauchst du auch noch, dann töte ich einfach alles, was ich sehe. Oh, ich kann gleich den Ofen bauen, den ich brauche noch. Klasse. Auf welcher Ebene bist du? Gleich 5. Gleich 5, okay. Bin da. Muss nur den Erstgang finden. Mach schon mal eben Monster weg. Oh, geheime Notiz. Da ist er. Moin, James. Hi, hi. Mal die geheime Notiz lesen. Das ist Sams Einkaufsliste für die Feiertage. Was alle mögen: Sebastian, gefrorene Träne, Sashimi. Penny, Smaragd und Mohn. Vincent, Weintrauben, Preiselbeer-Süßigkeit. Mama, knuspriger Barsch, Pfannkuchen. Papa, Risotto, geröstete Haselnüsse. Ich, Kaktus, Ahornriegel und Pizza. Wer war denn nochmal Sam? Wer war nochmal Sam? Ich glaube, der blonde Kerl. Möglich. Ja, ich hatte recht. Oh nee, du bist nicht gerade eben un. Hi. Hättest du was gesagt? Ich hatte doch was in der Tasche, was du hättest essen können. Warst mit deinen Notizen beschäftigt. Ja, wenn du nicht weitergehackt hättest. Ich wusste nicht, dass ich sterbe dadurch. Ich dachte, ich bin einfach langsam, dachte ich. Langsam hat mich nicht gestört. Nein, man kippt um. Man kippt um. Aber ich habe mein Schwert Definitiv. behalten, ich habe meine Spitzhacke behalten. Also, Ja, was ich du sehe jetzt gar verloren kein hast, Problem. erfährst du morgen. Ja, sozusagen, die Sachen wünschen, habe ich ja noch alles bei mir. Das heißt, die kann ich ja nicht verloren haben. Ja, Werkzeuge kannst du zum Beispiel auch gar nicht verlieren. Schwerter kannst du verlieren. So, alles wieder raus. Ein Kupferbarren schmelze ich mal. Haben wir denn noch so zum Bearbeiten? Nicht wirklich viel. Aufnahme grünen Schleim muss ich dann machen. Robins Bitte, Hartholz. Schatten auf die Figur. Pastinake. Und wieder 10.000 Leute ansprechen. Immer. Immer. Immer mit 10.000 Menschen reden. Ja, nur 28, aber ja. Ja, bei meiner hab ich noch zwei oder drei, die ich mal ansprechen muss. Und ich finde die einfach nicht.
Ja, morgen ist ja das erwähnt, dann kannst du mit allen reden, dann müsste das eigentlich passen. Dann packen wir da wieder Ressourcen rein. Ich glaube, den hier kann ich eventuell noch Wintersaat machen. Nein, nicht essen. Ich Nicht muss mal schlafen, essen. ich habe keine Energie. Ah. Ja, ich. Ja, ich bin ja durch die Ohnmacht. Ich habe ja sowieso keine Energie vorher gehabt. Ja. Bin auch gleich da. Machst du denn? Was du machst? Ich habe kurz mein Handy geholt. Du. Ach ja, ich muss auch drücken. Ja, hör auf, das verfeinerte Quarz zu verkaufen. Wir sammeln das doch. Wofür brauchen wir das denn? Aber ich Für bin so froh, viele dass ich mit meinem Dinge. Controller in der Hand. Brauchen wir für so unglaublich viele Dinge. Fast. Mikuino, habe deinen verlorenen Gegenstand gefunden. Sei beim nächsten Mal vorsichtiger, Marlon. Zweimal Golderz. Was muss ich drücken, um die Hofnachrichten anzugucken? Beim Controller A. Nee. Viel zu voll. Komm, mit der Maus raufklicken. Triff den Zauberer. Wie kannst du endlich los? Dann kannst du mit den Apfeltierchen reden. Genau, und dann muss ich gleich noch. Muss mir gleich sagen, was ich mitnehmen kann an Essen. Okay. Im Kühlschrank sind, glaube ich, noch Sachen. Noch mal ganz kurz gucken. Kann ich dir nämlich genau sagen, was du mitnehmen kannst? Ich sehe in den ganzen Bäumen übrigens irgendwie einen Sirup. Die pinke Torte, das Spiegelei und die Kekse. Genauso wie die rote Platte. Und das Herbstfülle. Die Aber Sachen keine kannst du Cola? mitnehmen. Ja, du könntest auch Joja-Cola mitnehmen, aber ich bin der Meinung, Joja-Cola bringt halt echt gar nichts. Ja, bevor die doof rumsteht, sag ich mal. Was passiert eigentlich, wenn man Joja-Cola? Es ist verschlossen. Was? Der Zaubererturm. Ach, heute ist das Event. Deswegen. Wollen mich doch verarschen, oder nicht? Nur ein Das bisschen. hat begonnen, ist fest. Okay. Gehen wir gleich hin. Muss hier noch kurz was gießen. Die Tiere können wir auch nach dem Fest machen. Nimm was für deinen Freund mit. Dann warte, was brauchte der eine nochmal? Weiß nicht, wen du meinst. Nee, Smaragd wollte ich nicht geben. Könnte ich eigentlich geben, also. Findest du ja? Den Ich haben habe wir nur einmal. Wir ne. haben nur einen Smaragd. Echt nur ein? Ja, Ah. den ich reingemacht habe. Huch. Aber du könntest ihm das hier geben. Ein Entenküken ist geschlüpft. Lupi? Ja, lasse mal. Entenfeder brauchen wir für. Ich hab schon wieder ein braunes Huhn. Das kann doch nicht wahr sein.
Ich will doch ein Huhn, was weiße Eier legt. Warum kriege ich nur braune Hühner? Das ist voll gemein. Aber wir müssen jetzt aufs Fest. Oder sollten zumindest mal. Ja. Immer diese beruhigende Musik. Ich habe die Musik aus. So, jetzt kannst du mal mit allen schwätzen. Zwei. Ich lese jetzt aber nicht alles vor, weil das halt echt viel ist hier jetzt. So auf einen Schlag. Sagen halt auch echt nichts Besonderes. So wie, das hat mir jetzt gar nicht geschmeckt. Also ich hätte gedacht, dass viel mehr passieren würde. Das Zeug. Im Nachthimmel des Winters gibt es einen hellen Stern, der nur von diesem Tal aus sichtbar ist. Keiner weiß warum, aber in alten Zeiten kamen Menschen von nah und fern, um ihn zu sehen. Sie glaubten, dass jeder, der den Winterstern sieht, mit Glück gesegnet würde. Manche behaupten sogar, dass die mysteriöse Frucht, bekannt als Sternfallfrucht, irgendwie mit dem Winterstern in Zusammenhang steht. Sehr interessant. So, alle reden sie von Familie, lebe auf dem Hof meines verstorbenen Opas. Sehr gefühlvoll. Mhm. Ja. Du machst eine Diät. Super. Du wünschst ein du hast doch schon ein Skateboard. Miku Inu, was würdest du gern dieses Jahr unter dem Seelenbaum finden? Eine neue Gießkanne, ein Krug voll würzigem Met, ein paar stylische Stiefel. Was will ich denn? Met, Stiefel oder Gießkanne? Mach die Gießkanne. Hey. Hat mich auch Denkst gemacht. Du nur ans Arbeiten und nie ans Vergnügen? Klingt nicht besonders lustig. Warum? Eine bessere Gießkanne macht alles schneller. Ist doch voll toll. Nee, dann nur meckern. Ich bin in meiner Animationsschuhe und du rennst da noch rum. Echt? Ja. Ich wusste nicht, dass es losgeht bei mir. Und dann jetzt rennst du da rum und redest mit allen Leuten. Was? Normalerweise muss ich doch immer mit denen reden. Also mit dem Bürgermeister. Also ich habe Clint Kokos geschenkt und habe jetzt von meinem Wichtel Jade bekommen. Aha. Okay, fehlt noch irgendwer? Irgendjemanden vergessen noch? Hast du den hier oben? Den Höhlenmenschen? Wo oben? Oben rechts. Das stimmt. Den Linus. Ansonsten haben wir alle. Ja. Kann ich Mülleimer öffnen? Nee, kann ich natürlich jetzt nicht. Mein. Okay. Ich muss mit Clint sprechen noch. Mit Clint? Hm, hier, wo ich stehe. Unten links. Unten. Laufe ich rechts. Hättest du nicht vorher sagen können, unten links? Also bei den Tischen? Hier. Hi, hi, hi. Doch, mit Clint habe ich schon geredet. Ja. Und der, den wollte ich verschenken. Du musst es vielleicht noch. Irgendjemand muss ich verschenken. Bei ihm war es Clint. Und der wollte eigentlich meinen. Muss Pierre was schenken. Der steht so doof da. Ich von dir angesprochen. Ja. Oh, du bist es also? Oh, Orange? Danke. Ja, ein bisschen Vitamin D im Winter. Voll wichtig. Und ich krieg. Ja, natürlich. Ich hab. Wie siehst du, wie ich hier rumlaufe? Hallo. Ein Geschenk. Hey, Miku Inu, ich bin dieses Jahr dein Wichtel. Uge. Ist aus. Und? Ein Mohn-Muffin. Ein Mohn-Muffin.
Es ist nichts Besonderes, aber ich hoffe, es gefällt dir. Man davon Hi? Ist so ein Muffin oder? Okay. Oh, siehst, guck mal, ich kann mir hier durchglitschen. Wenn du lang genug dagegen läufst. Ja. So, sind fertig, oder? Ja. Gucken wir mal, Levis. Ja, redet nicht mehr mit uns. Voll uninteressant geworden für ihn. Voll gemein. Jetzt müsste ich ja sehen. So, mit wie vielen Leuten habe ich jetzt gesprochen? Einer fehlt noch. Das müsste der Zauberer dann sein, ne? Ja, wahrscheinlich. Bilda versucht zu schlafen, Berda versucht. Kann ich die jetzt noch melken? Irgendwie tun sie mir jetzt gerade leid. Okay, sie schlafen einfach weiter. Du brauchst den Smaragd behalten. Macht jede Kuh. Jede Kuh schläft einfach weiter, wenn sie gemolken wird. Voll okay. Geht mich schlafen. Ja, ich bin auf dem Weg. Boom. Da müsste auch meine Hacke gleich fertig sein. Ich muss das Ding woanders dahinstellen. Nervt mich irgendwie gerade. Kommst du mit in die Mine gleich? Weil wir haben, glaube ich, nur noch jetzt 3 Tage Zeit. Ja. Haben wir bald schon wieder den nächsten Monat. Dann haben wir bald wieder Frühling. Und dann kann ich endlich einen Raum fertig machen. Im Gemeinschaftszentrum. Ist ein bisschen kalt. Pulli an. Jo. Ja. Spitzhacke ist bereit. Ich muss Essen noch mitnehmen. Essen mitnehmen. Einfach sehen können. Ja, du kannst fast alles aus dem Kühlschrank nehmen. Den goldenen Kürbis nicht. So, was haben wir denn? Post schon wieder? An Mikuino. Ich will einen Fischeintopf machen, aber dafür brauche ich einen weißen Thun. Ich weiß, dass sie schon bald nicht mehr zu fangen sind. Tut mir leid, dass das so spontan kommt. Könntest du mir einen Fangguss? Einen weißen Thun. Robin will, dass ich mit Steinen zu ihr komme und Geld. Steinen und Geld. Mach dich steinreich. Wir brauchen noch 900 Steine jetzt. 900. Gehe ich jetzt in die Mine. Und mach. Ist das eigentlich was, wenn du hier die 900 Steine rausholst? Probier's doch. So, ich guck mal. Nee, anscheinend nicht. Du musst ja wirklich sammeln. Kannst du die auf den Boden werfen? Wir können es versuchen. Komm her. So, dann kannst du gleich auch auf den Boden werfen, einfach. Ja, nur um sammeln. Nö. Nö. Das Spiel leider klüger wie wir. Das Spiel lässt sich nicht so leicht veräppeln. Ich habe nicht mal einen Leuchtring um mich rum, ne? Oh. Es ist dunkel. Mm. Ich habe auch keinen Plan, wo Nico die guten Ringe gefunden hat. So. Da alles gießen, dann gleich wieder nach den Tiere gucken. Nochmal versuchen, einen Huhn zu kaufen, der eigentlich ein weißes Huhn will. Oder zumindest ein Huhn, was weiße Eier legt. Keine Lust mehr auf die braunen Hühner. Eier.